wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde, willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Ja, seit kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Ein guter Ball und sie sind durch. Sie werden für ihren Einsatz belohnt und bekommen den Eckball. Die erste Ecke für das Team in dieser Partie. Sosa mit der kurzen Variante. Einfach mal rausgedonnert. Und jetzt gibt es dann doch die überraschende Konterchance. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Gut gesehen, guter Laufweg. Timo Werner! Torwart wehrt ab und er trifft. Ist es denn die Möglichkeit? Der ganz große Star hier schlägt gleich mal zu. Er hat es einfach drauf. Wenn sich nur die kleinste Chance auftut, dann ist er verlässlich zur Stelle. Der Torhüter kann den Ball nicht festhalten und sein Team zahlt den Preis dafür. Er macht den Fehler, der Gegner schaltet nicht ab und der Ball ist im Tor. Das ist ein ganz frühes Ausrufezeichen. Da ist die... Oh, Freunde, was für ein wunderbares Tor! Zwei Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. Und diese Einladung konnten sie natürlich nicht ausschlagen. Na klar war das ein sehenswerter Abschluss, aber wenn er so frei und so unbedrängt vor dem Kasten steht, dann darf man das auch erwarten. Kroatien. Jetzt mit einem ganz bequemen 2-Tore-Vorsprung. Sie sind jetzt in einem richtigen Flow. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Alex Baena macht den Eindruck, als wollte er draufhalten. Diese Gelegenheit kommt vielleicht nicht nochmal. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Mancini drückt den Gegner tief hinten rein. Kroatien mit einem echt schnellen Doppelpack. Ganz souveräne Führung für sie. 2-0 heißt es. Er versucht's. Guter Pass und eine großartige Chance. Schöner Angriff. Der Pass kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können. Aber er scheitert im entscheidenden Moment. Oscar Rodriguez. Und wieder zurück ins Zentrum. Schöner, kleiner, feiner Doppelpass. Und er ist zur Stelle. Eckball, die zweite. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht absicherst. Sehr gut abgefangen. Absolut. Richtig gutes Stellungsspiel. Stark reingegangen und alles mit fairen Mitteln. Oristanio. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen.
Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Ja, richtig starker Laufweg. Der Ball fliegt rein. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Der Ball kommt zurück ins Zentrum. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Chegrova kommt zwar noch an den Ball, aber nicht mehr wirklich entscheidend. Was für ein dickes... Und ein Vertritt! Aus dieser Entfernung vor dem Tor, ganz allein, da konnte er nicht mehr vorbeischießen. Richtig stark vorbereitet, richtig stark abgeschlossen. Am Ende war es nur noch Formsache. Ein einziger Treffer fehlt ihnen noch. Sie haben den Anschlusstreffer gemacht. Sie haben den Gegner unter Druck gesetzt. Jetzt gilt es, die Verunsicherung beim Gegner auszunutzen. Sosa marschiert nach vorn, war allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Bislang ist die Führung okay und gleich ist ja auch Pause. Colombo geht hier ungeschickt in den Zweikampf. Freistoß, klare Sache. Sie lassen da aber auch gar nichts anbrennen. Und dann ist der Ball weg und die sehr gute Offensivmöglichkeit dahin. Ein schwacher Pass. Und der Ballverlust. Gutes Auge, guter Pass. Oristanio zeigt hier ein tolles Tempo-Dribbling auf der rechten Seite. Und die Hereingabe von Dani Olmo. Und ab geht die Post. Ein hochinteressanter Ball. Und weg damit. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Timo Werner! Ordentlicher Schuss und auch präzise ausgeführt. Raus aus der Gefahrenzone. Der Pfiff des Schiris und nun ist Halbzeit. 2:1 der Spielstand. Wir haben Tore auf beiden Seiten gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass das im zweiten Durchgang so weitergeht. Und ich sag einfach mal, Ausgang dieser Partie völlig offen. 2:1, nur ein Tor trennt beide Mannschaften. Announcement for the benefit of anybody who has found themselves a little lost today. Please look at the screen for information on how to find your way around this stadium. Und es geht weiter. Keine Wechsel in der Halbzeit, soweit wir das hier von hier oben aus überblicken können. Und der Konter läuft. Jetzt den präzisen Pass spielen. Werner! Abgefangen. Gut gemacht. Tempo-Gegenstoß. Dani Olmo hat ja bereits in dieser Partie getroffen. Richtig guter Ball. Das könnte klappen. Zalewski. Und ab die wilde Fahrt. Okay, das sieht vielversprechend aus. Und die Bahn ist... Und der Abschluss. Erstmal raus mit dem Ding. Piazza. Hier ist Colombo. Gutes Auge, guter Pass. Den Ballverlust sofort ausgebügelt. Mancini. Zalewski. Ab nach vorn und hoffen. Klasse durchgesteckt. Die große Chance. Weg damit. Und den holt er sich zurück. War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Das muss eine gelbe Karte geben. Und das war's schon wieder. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers.
mit Tempo nach vorne. Hugo Guillamon. Er kennt die Gefahr so schnell und schreitet dann dementsprechend auch schnell ein. Die letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Werner. Der Ball ist angekommen. Er könnte abziehen. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Schon läuft der Gegenangriff. Zalewski. Gut gesehen. Guter Laufweg. Das ist mal eine Ballkontrolle. Ein schwacher Pass. Chegrova ist da in einer guten Position. Wunderbarer Ball. Die Idee ist da, der Plan ist okay, aber sie müssen es beim nächsten Mal zu Ende spielen. Sie spielen es wirklich weiter mutig nach vorn. Und irgendwann kann ja auch Schuss. Viel zu weit am Tor vorbei. Da kommt er dribbelnd durch die Mitte zum Abschluss. Das darf eigentlich nicht passieren. Substitution for Croatia. Beide Teams wechseln. Number 20 coming on the field. Number 10. Number 14. Substitution. Oscar Rodriguez. Da läuft das Bällchen. Das ist wirklich schön anzusehen. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Alex Baena hat heute nicht gerade viele Freiräume. Sie lassen sucht den Abschluss. Nach diesem guten Pass war da definitiv mehr möglich. Werner macht das richtig klasse, wie er sich diesen Freiraum erarbeitet. Aber er weiß natürlich ganz genau, ich muss diese Chance nutzen. Werner. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Er stellt ihn. Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat. Das gibt Freistoß. Er geht zum Torhüter. Ein langer Abschlag vom Keeper. Frimpong. Guter Lauf. Rechts außen. Ob dabei was Zählbares rauskommt? Sie können hier alles klar machen und jetzt müssen sie weiter zittern. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege. Jetzt der Abschluss. Boah, jetzt erstmal durchatmen. Ein schlampiges Abspiel. Damit macht man es dem Gegner natürlich leicht. Der macht fast alles richtig. Der Abschluss, der stimmt nicht. Eckball Nummer 3. Das gegnerische Team hat noch keinen Eckball bekommen. Number 11, Timo Werner. Number 7, Piazza. Coming on the field. Number 9, spielt den kurzen Ball. Number 19, ich habe es jetzt nicht ganz genau sehen können, wer zuletzt dran war. Auf jeden Fall gibt es nochmal Eckball. Also, Eckball Nummer 4. Null Ecken stehen auf der anderen Seite zu Buche. Kurze Ecke. Gekonnt. Freistoß für Kroatien. Für mich ist das keine Überraschung, dass es hier Gelb gibt. Mal sehen, was sie jetzt daraus machen.
Es gibt durchaus einige Optionen für ihn. Freistoß für Kroatien. Ich bin mir nicht sicher, ob man das aus dieser Distanz direkt versuchen sollte. Vielleicht wäre er besser beraten, das mit einer... Da ist er noch dran! Und die Kontergelegenheit. Viel mehr Chancen für einen Ausgleich werden sie nicht mehr bekommen. Das ist gesetzt! Sie schaffen es zurück in dieses Spiel. Wie am Schnürchen gezogen. Ich leg mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Und damit steht es unentschieden. Die Frage ist, haben Sie noch irgendetwas im Petto? Sehr gut aufgepasst. Immer noch unentschieden. Ich bin gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Stand der Dinge in den letzten Minuten umgehen. Ein guter Ball und sie sind durch. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Da ist die... Da steht er in der Luft! Oscar Rodriguez. Absolut kein Vorbeikommen. Schick. Das hat er so gut gesehen. Sie hören es, der Schiedsrichter pfeift ab. Ein Unentschieden also heute. Kein Team war letztlich in der Lage, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Analyse zum Spiel, Hansi Küpper. Am Ende gibt's das Unentschieden und das ist durchaus leistungsgerecht. Die Übertragung an diesem Abend ist beendet. Vielen Dank dafür und auch danke an Hansi, dass du uns begleitet hast. Danke, dass ich hier sein durfte.